Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr euch dazu entscheiden solltet. Und weil ich mal ganz kurz zwischen den Parts geguckt hatte, dass ich hier mal Chart ausrüsten möchte und ich möchte Ausweicher ausrüsten. Und da haben wir zumindest schon mal ein bisschen was ausgerüstet, was passive Boni gibt. Weil aktive Sachen brauche ich, glaube ich, gerade nicht so dringend. Und hier drin ist auf jeden Fall noch Sachen, wo wir unseren neuen Stampfattack jetzt nutzen können. Nur wenn die Gegner jetzt alle wieder da sind, nehme ich an. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwas wegblasen kann, aber vermutlich nicht. Nee. Da kommt so aus, als wäre es gezittert. Bei dem bin ich mir echt nicht sicher, wie man das gesehen haben soll. Hm. Dafür war nicht hier sogar in dem Raum direkt etwas? Erstmal nach oben. Da ist was. Okay, doch nicht bei den Dingern. Okay, ich dachte, bei denen ging das dann vielleicht auch. Ah, okay. Ja gut, dann gibt es hier doch nichts zu uns zu tun. Ich hatte schon die Hoffnung, dass die Dinger jetzt auch funktionieren damit. Mario, war das gerade eine Mail, die da gekommen ist? Aha. Mario, wahrscheinlich machst du dir große Sorgen um mich, aber es geht mir gut. Vielmehr mache ich mir Sorgen um dich. Meine Entführer scheinen wie du intensiv nach den Sternjuwelen zu suchen. Ich versuche herauszufinden, was sie planen. Wenn ich etwas erfahre, werde ich dir wieder schreiben. Pass gut auf dich auf. Peach. Ich bin so froh zu hören, dass es der Prinzessin gut geht. Du auch? Ah, mehr Münzen, wa? Hätte sein können, dass das X hier irgendwas hat, aber nee. Ah, okay.
Warum ist der für den zweiten noch nicht hier? Gut, wer ist das denn? Dann auf zum Majorentor. Wo war nochmal das Majorentor? Hier war das ganz sicher nicht. Nee. Wir können mal gucken, was wir jetzt hier holen können. Aber kostet auch 6 OP. Das ist auch eine sehr mächtige Sache. Wie viele haben wir eigentlich von den Insignien? 5. Wir haben bestimmt auch wie eine verpasst oder so. Achso, das ist gar nicht der. Der ist hier oben. Ich bin gerade verwirrt, war das nicht hier? Das war doch hier, wo wir rausgekommen sind. Herz in deinem P. KP des Partners regenerieren sich langsam pro Zug unterschiedlich stark. Nice. Ja, das war der Fluch und damit kamen wir zum Millionentor, oder? Können wir jetzt eigentlich... Aber noch mal ganz kurz hier gucken, was hier ist. Oha, die sechste, die wir noch brauchten, nice. Dann können wir jetzt die beiden, also die neue und noch den Dingens upgraden. Wenn wir sie dann gleichmäßig upgraden wollen. Also dann, Mario, jetzt ist das Sternjuwel an der Reihe. Sieht dann nach fliegenden Stadt aus. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels angetragen. Das ist sicher der Ort, an dem sich das nächste Sternjuwel befindet. Ist das etwa irgendwo über den Wolken? Was kann das bedeuten? Hm.
Unter uns schlummern also die Ruinen einer vor langer, langer Zeit zerstörten Stadt. Und die vereinte Kraft der Sternjuwelen hält das Tor seither versiegelt. Um dieses Siegel zu erbrechen, braucht man wieder die Kraft der Sternjuwelen. Aber warum alles in der Welt wurde der legendäre Schatz denn versiegelt? Etwa um ihn vor Dieben zu schützen? Nein, das muss geschehen, weil... Weil? Weiß nicht! Nicht so heftig, Professorchen. Entschuldigt, Professorchen. Ich weiß nur, dass die Versiegelung des Schatzes und der Untergang der Stadt etwa gleichzeitig stattgefunden haben müssen. Aber mir ist unklar, warum die Stadt untergegangen ist. Die Quellen sprechen nur von einer Verfinsterung des Himmels und großem Unglück. Es bedarf weiterer Forschung, um mehr darüber herauszufinden. Verstehe. Aber was ist mit dem nächsten Sternjuwel, das auf der Karte eingezeichnet wurde? Vermutlich ist dies ein Verweis auf die Stadt in den Wolken, Falkenheim. Es gibt dort eine große Arena, in der erbitterte Wettkämpfe stattfinden. Auf den ersten Blick wirkt die Stadt wie ein netter Vergnügungspark. Aber hinter den Kulissen wetten die Reichen auf die Köpfe der Kämpfer. Eine Stadt in den Wolken. Und gibt es auch einen Weg dorthin? Ein Luftschiff verkehrt mehrmals täglich zwischen Rohling und Falkenheim. Allerdings ist es problematisch, ein Ticket dafür zu bekommen. Man kann es nicht einfach auf normalen Wege kaufen. Aber irgendwie muss es doch möglich sein, ein Ticket zu bekommen. Naja, im Westend lebt Alt-Pelmon. Vielleicht kann der ja etwas für euch tun. Westend ist das Gebiet westlich von Rohling am Marktplatz. Dort herrscht der Boss der örtlichen Mafia, ein gewisser Alt-Pelmon. Man sagt, er würde gelegentlich nach Falkenheim fliegen. Dann lasst uns doch diesem Alt-Pelmon mal einen Besuch abstatten. Das wäre gut, aber Alt-Pelmon ist ein allseits gefürchteter Mafia-Boss. Außerdem lässt er sich so gut wie nie in der Öffentlichkeit blicken. Es wird also schwierig sein, ihn zu treffen. Schwierig, aber nicht unmöglich. Mario, Kupio, bei euch soweit alles klar? Schon praktisch, dieses Gerät, mit dem man jetzt Briefe verschicken kann. Ich hole Wasser am Brunnen, pflücke Blumen und poliere meinen Panzer. Das Leben, das ich früher so öde fand, ist doch nicht so schlecht, wie ich immer dachte. Kupio, du wirst dieses Dorf bestimmt auch noch mehr mögen, wenn du von deiner Reise zurückkehrst. Wohin geht eure Reise als nächstes, Kupio? Sieh dir die Welt an und werde ein reifer Cooper. Ich freue mich schon, dich bald wieder zu treffen. Wiederzusehen, Cupador. Süß. Ich will. Kann man hier nicht irgendwo. War nicht hier irgendwo speichern, aber ich muss sowieso nochmal ganz kurz die beiden upgraden. Ja. Aber man kann die wirklich noch einmal erhöhen. Guck mal an. Ich habe keine Freunde mehr, die aufgelevelt werden können. Immer noch fleißig auf Reisen, Mario. Professor Gumbart hier. Ich habe ganz vergessen, dir etwas zu erzählen. Und zwar lege ich dir einen ganz tollen Orden ans Herz. Er nennt sich Erstangriff. Und wie der Name schon andeutet, kannst du mit ihm schwache Gegner mit einem Erstangriff und ganz ohne Kampf hinfortfegen. Dazu musst du ihn natürlich anlegen, aber das weißt du ja. Besagten Orden gibt es im Ordenshop von Rohlingen, den du just neben dem oberen Ausgang des Toadhauses findest. Also hör auf zu lesen und mach dich auf den Weg. Gibt es den du just neben dem oberen Ausgang des Toadhauses findest? In diesem Sinne und so weiter, dein Professor Gumbart. Ich wäre noch nie ins Toadhaus reingegangen. Ich würde gerne den hier mal gucken, was der kann. Was, du willst mit Gewalt durch? Hier werde ich einen Denkzettel verpassen.
dachte ich mir schon fast. Aber einmal scannen. Das ist Lanzo, der Wächter, ein fieser Typ, der Weg zu an diesem Tor kassiert. Max KP 20, Angriffskraft 3, Verteidigung 0, sieht wirklich stark aus. Und noch etwas, wenn du springst, könnte die Lanze dich verletzen. Schiebt er hier wirklich die ganze Jahr über Wache, ziemlich eifriger Wächter. Easy. Er hat aber ordentlich XP gegeben. Verdammt, weil du die Hauptrolle in einem Videospiel hast. Denkst du, du musst immer alles mit Gewalt lösen? Das ist das Revier der Bande von Modusky, dem Räuber. Man sieht ihn aber kaum, da er sich meist in irgendwelchen Seitengassen versteckt hält. Diesen Modusky würde ich ja gerne mal von Angesicht zu Angesicht begegnen, aber ich habe keine Ahnung, wo sich die Räuberbande versteckt hält. Irgendwo hier soll es wohl einen geheimen Durchgang geben. Aber wo, bitteschön, soll sich hier ein normaler Mensch durchzwängen können? Ja, ich weiß schon genau, wo ich hin muss, aber erstmal gucken wir in die Häuser, wenn es geht. Hallo, du bist zum ersten Mal in der Jobagentur, oder? Ich erkläre dir, wie das hier funktioniert. Hör gut zu. Hier in der Jobagentur kann jeder, der ein Anliegen hat, einen Auftrag erteilen. Wenn du wissen möchtest, welche Aufträge es gibt, sieh auf der Tafel neben dir. Du kannst wählen, ob du einen Auftrag übernehmen willst und wenn ja, welchen. Wenn du einen Auftrag erfüllt hast, bekommst du eine Belohnung vom Auftraggeber. Ein gutes Angebot, oder? Aber merke dir, wenn du einen übernommenen Auftrag nicht ausführst, kostet das Stornogebühren. Alles klar, probier's doch gleich mal. Okay. Mein Name ist Lorenzo, mein Schlüssel ist weg und ich komme nicht mehr ins Haus. Der Schlüssel muss irgendwo in Roding sein. Könnte ihn jemand für mich suchen? Ich warte vor dem letzten Haus im Ostend. Du möchtest also den Auftrag von Lorenzo übernehmen. Also dann, gib dir Mühe. Hey, hey, ich bin Infomaus, die famose Infomaus. Ich habe alle Informationen, alle, die man braucht. Wenn du Probleme im Problem anderer hast, helfe ich dir gerne, aber nur für Münzen, verstehst du, oder? Du hast alle nötigen Informationen, Kollege. Wenn du dich durchblickst, schau nochmal auf die Tafel, dann wirst du es sicher herausfinden. Irgendwann. Du hast meinen Auftrag angenommen. Also dann, geh auf die Suche. Ich muss das Haus bewachen, falls jemand den Schlüssel findet und hineingehen will. Ich glaube, ich habe den Schlüssel auf dem Weg zum Ordensshop verloren. Ja, zum Ordensshop müssen wir eh noch hin. Wir gehen dann später hin, da hinten. Mit Luigi müssen wir auch noch sprechen. Stell dir vor, ich war am Feuerberg und da habe ich den Wunderkompass gefunden. Naja, jedenfalls ein Teil davon. Ein unglaubliches Abenteuer, wirklich. Soll ich dir davon erzählen? Es ist allerdings eine etwas längere Geschichte. Also, das ist eine lange Geschichte. Als der Brief von Peach gekommen war, bist du ja sofort abgereist und ich machte mir gerade das Essen fertig. Da kam noch ein Brief an. Ein interessanter Brief. Kurz gesagt, stand darin ungefähr: Lieber Mario, lieber Luigi, mein Name ist Toastwolf. Aber das haben wir doch schon. Oh mein Gott. Ich habe außerdem die erste nochmal gemacht. Ups.
Also, das ist eine lange Geschichte. Ich komme also zum Pudding-Massiv und gehe direkt zum Feuerberg. Der Weg dorthin führt durch einen bedrohlichen Dschungel. Der Dschungel steckt natürlich voller schrecklicher Kreaturen aller Art. Und außerdem, auf dem Weg treffe ich einen Blooper. Sein Name ist übrigens Gloom. Gloom ist auch auf Reisen und er schließt sich mir spontan an. Gloom ist echt wild. Bei ihm zu Hause nennen sie ihn die weiße Bombe. Also, wir beiden kommen jedenfalls am Feuerberg an. Im Krater blubbert dann die Lava und heiß ist es da. Außerdem steckt der Berg voller Fallen, um den Kompass zu schützen. Am schlimmsten ist der Granitgolem, mindestens 30 Meter hoch. Sein einziger Schwachpunkt ist ein roter Fleck auf der Stirn. Und selbst ich komme mit meinen Sprüngen nicht so hoch. Aber ich hatte einen Plan und hier kommt Glooms Einsatz. Ich packe Gloom also an den Tentakeln, ich ziele. Und dann steuere ich Gloom genau auf diesen roten Punkt. Und die weiße Bombe trifft genau ins Schwarze. Na gut, ins Rote. Ja, und so geht der Granitgolem dann also zu Boden. Danach war es ganz leicht, in die Schatzkammer zu kommen. Nun, Prinzessin Eclair war natürlich nicht da. Aber immerhin fand ich dort einen Teil des Wunderkompasses. Und dieses Teil habe ich dann in den Richtungssockel eingesetzt. Diesmal zeigt die Nadel nach Westen. Und das bedeutet, ich muss nach Ofendorf, im Kuchenland. Und mein Weg dorthin, der führt genau über Rohlingen. So, jetzt weißt du auch mal, welche Abenteuer ich erlebe, wenn du weg bist. Soll ich noch was erzählen? Ja. Ich bin Gloom. Diese Bohnenstange erzählt nichts als Lügen. Als er mich gerade werfen wollte, ist er gestolpert und hat mich mitten in die Lava geschmissen. Dank ihm bin ich also schokoladenbraun geröstet worden. Meine schneeweiße Haut ist total versaut. Das werde ich ihm nie verzeihen, meine Rache wird furchtbar sein. Nur deshalb bleibe ich noch eine Weile bei ihm. Ich war früher ein ziemlich wilder Kerl. Aber inzwischen ist ein solider Seemann aus mir geworden. Damals bin ich völlig ungeniert ständig explodiert. Verschwinde, die Sehnsucht nach meiner großen Liebe verzehrt mich. Oh, wo ist sie wohl jetzt, die große Mimin? Irona war ihr Name. Oh, ihre zarte Gestalt und diese Engelsstimmelchen. Stimmchen, sie hat sich wohl von der Bühne an irgendeinen ruhigen Ort zurückgezogen. Verschwinde, die Sehnsucht nach meiner großen Liebe verzehrt mich. Oh, wo ist sie wohl jetzt, die große Mimin? Irona war ihr Name. Die Mimin. Oh, ihre zarte Gestalt und die Engelsstimmelchen. Sie hat sich wohl von der Bühne zurückgezogen. Hallo? Die ist doch hier. Dieses Schädeljuwel ist mein Glücksbringer, alter Familienbesitz. Das trage ich immer bei mir. Herzlich willkommen, bitte mach es dir bequem. Dies ist Meister Biens Bar, eine kleine Stätte der zwischenmenschlichen Begegnung. Übrigens gibt es oben ein Toadhaus, bitte nutze es, wenn du erschöpft bist. Willkommen im Toadhaus. Ein wenig Ruhe erfrischt Geist und Körper. Willst du für 5 Münzen hier ruhen? Nö. Komm jederzeit vorbei, wenn du erschöpft bist. Hallo Mario, hast du die Prinzessin? Du solltest sie wirklich möglichst bald finden. Ein Hausschlüssel erhalten, wunderbar. Nostalgische Töne spielen im Hintergrund die Musikstücke aus der GameCube-Version. Erstangriff, schwäche Gegner werden. Okay. Boom, singen. Die BP erinnern sich langsam pro Zug unterschiedlich stark. Riesensprung zeigt Mario Gegner, wo seine Hake ist. Powersprung. Mehr Sternenergie nach Mario Show-Anlagen. Ja, ich glaube aber wirklich, dass hier. Der ist ziemlich gut. Ich grüße dich, sehr willkommen von ganzem Herzen. Weil die Kunden erkenne ich sofort. Also lass mich dir kurz erklären, wie unser Laden hier funktioniert. Hier auf der Theke findest du ein erlesenes Angebot von Orden, deren Kauf wir dir unbedingt ans Herz legen. Wenn du etwas Selteneres suchst, schau in den Karton auf der rechten Seite des Ladens. Das wäre schon mal das Wichtigste zu unserem Laden. Soll ich es gleich nochmal erklären? Also gut, du weißt Bescheid. Man bietet 0 OP, um den Orden Erstangriff anzulegen. Er kostet 100 Münzen. Hast du Interesse? Vielen Dank. Der ist auch ziemlich nice.
Hast du ihn gefunden? Oh, mein Schlüssel. Endlich kann ich wieder in mein Haus. Vielen Dank. Bitte schön, deine Belohnung. Du hältst 30 Münzen. Hey, was machst du denn hier? Ich bin Pierre, der kleine Dieb. Früher war ich Geologe in den Katakomben, aber davon konnte ich nicht mehr leben. Moluski hat mich dann unter seine Fittiche genommen. Ich habe meine Laufbahn als Geologe aufgegeben und bin nun selbstständiger Dieb. Hahaha, toller Karrieresprung, findest du nicht? Was soll das? Du kannst doch nicht einfach in das Versteck des Gangsters Moluski eindringen. Was hast du überhaupt zu suchen? Was? Ich will wissen, wie man zu diesen Schurken El Pamon kommt. Gegen diesen Kerl bringen anständige Räuber wie wir es tun irgendwas. Kapierst du das? Nie zu irgendwas. Sogar von uns verlangt dieser El Pamon gnadenlos Schutzgeld. Und du willst wissen, wie man an einen solchen Typen treffen kann, ne? Na gut, das kostet dich 64 Münzen. Keine einzige weniger. Geheime Informationen sind eine teure Angelegenheit. Bist du sicher? Was soll das? Kannst du dich nicht entscheiden oder was? Komm wieder, wenn du noch bereit bist, ihn zu zahlen. Wie kannst du mich nur so von der Seite anquatschen? Von Typen wie dir besiegt zu werden, tut echt doppelt weh. Du musst also doch wissen, wie du El Pamon treffen kannst. Na gut, das kostet dich 64 Münzen. Na gut, die 64 Münzen hast du ja brav bezahlt. Also, hör gut zu. Kauf im Laden neben der Spielhalle einen Trockenpilz und einen Schwirrwarr. Achte auf die Reihenfolge. Kaufe erst den Trockenpilz und dann den Schwirrwarr. Dann fragt dich der Ladenbesitzer nach deiner Lieblingsfarbe. Antworte gelb. Das ist das Passwort, mit dem du in das Büro von El Pamon kommst. Alles klar? Trockenpilzschwer war gelb. Der Laden ist so teuer. Hab das jetzt nicht gekauft dadurch, ne? Mein Lagerwald-Sachen. Welche Farbe hat eigentlich dein Bart? Mein Bart? Oh, das war die falsche Frage. Also noch einmal. Welches ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Ah, das Passwort stimmt. Dann bist du wohl ein Bekannter von El Pamon. Ich habe die Tür für dich geöffnet. Bitteschön. Das Ding da hinten haben. Hey, du bist im Büro der Pamon-Familie. Also zeig dir vielleicht ein wenig Respekt, verstanden? Verschwinde, du hast dich hier nicht zu suchen. Was willst du? Ich habe schlechte Laune. Ein falsches Wort und du kannst was erleben. Was? Er will sein Flugticket.
Ganz schön mutig ausgerechnet, El Pabon mit so einer Lappalie zu belästigen. Du beleidigst den Boss, dich schmeiß ich hochgrad raus. Hey du, du willst einen Tracht Prügel? Moment noch, Jungs. Du scheinst mutig zu sein. Ich will lieber anhören, was du zu sagen hast. Die Tracht Prügel kannst du danach immer noch kriegen. Also, wozu brauchst du das Flugticket? Was? Du willst eine Frau befreien, die entführt wurde? Und dafür musst du die Sternjuwelen suchen. Sternjuwelen? Sind das etwa die, die in dieser Legende vom Schatz vorkommen? Sehr originell. Diese Pappnasen glauben wohl an diese Lügenbärchen. Natürlich, ohne Frage, gibt es diesen Schatz. Ob es einen Schatz gibt oder nicht, das ist mir völlig gleichgültig. Aber es rührt mich, dass du die Frau, die du liebst, retten willst. Also gut. Wenn du machst, was ich dir sage, bekommst du dein Flugticket. Dann sag uns einfach, was wir tun sollen. Ganz einfach. Also, meine Tochter ist mit meinem besten Mann durchgebrannt. Sie sind gerade erst weg. Sie müssen also noch in der Stadt sein. Suche meine Tochter Palmina und diese Nichtsnutz-Romanze und bring sie hierher. Wenn sie nicht mitkommen wollen, reicht es auch, wenn du mir sagst, wo sie sind. Und den Rest werde ich mich dann kümmern. Hey, Boss! Der kann doch nicht mal eine Kokosnuss von einer Ananas unterscheiden. Nachdem wirst du mit so etwas Wichtigem betrauen? Genau, du solltest es uns überlassen, deine Tochter zu finden. Ruhe! Ich muss diesen Fremden nur deshalb fragen, weil ihr zu blöd seid, sie zu finden. Also haltet euch gefälligst aus meiner Entscheidung heraus. Entschuldigung, Boss. Hättet ihr wohl besser unser Maul gehalten? Schön, wenn ihr das kapiert. So sieht es aus. Also, finde die beiden. Und so sehen Palmina und Romanzo aus. Also, verstanden? Wenn du sie nicht findest, kannst du was erleben. Aber ich glaube, die beiden werden wir erst im nächsten Part finden. Und suchen. Oh, guck mal, hier ist ein Sternschwitter. Yay. Dann speichern wir mal eben ab. Weil auch für den Stream ist, glaube ich, vorbei dann. Ich hatte so Hunger gerade, ich muss auch was essen. So. Muss mein Schlafrhythmus auch fixen. Von daher passt das ganz gut. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann, hattet ihr und Stefan, immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.